danach erst läuft dann das Layout hier durch und ja, berechnet dann die neue Position. Würde es dann dynamisch gehen, wenn ich da zur Laufzeitknoten dazu tue? Das geht auch, genau. Und also, dann richtet er sich neu aus? Genau, dann richtet er sich neu aus, genau. Okay. Inwiefern müssen solche Elemente in den DOM eingebaut werden? Gibt es da irgendwie Elemente, die du da einfügen musst dafür? Oder? Nee, eigentlich nicht. Also was jetzt im DOM hier ist, das kann ich ja in der index.html zeigen, was also HTML-mäßig drin ist, ist einfach nur das Canvas-Element. Okay. Und da drin wird eben alles gezeichnet. So, wie gesagt, hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass 3.js, das Canvas-Element, da selber rein, also einfach in den DOM erstellt und das dann verwendet. Aber an sich hat man im Grunde eigentlich so ein leeres Body-Element und hat eigentlich keine Elemente und kann dann da drin zeichnen. Genau. Dann gibt es noch einen anderen Teil vom Projekt, und zwar die Web-Anwendung. Und die verwendet eben eine Neo4j-Datenbank. Und ja, hier ist der Sinn, einmal, dass die Datenbank natürlich viel mehr Knoten oder die ganze Graphendaten verwalten kann. Also die Neo4j-Datenbank kann mit über 1 Million Knoten arbeiten und das auch zu guter Performance. Man kann über die Web-Anwendung auch die Daten importieren. Was wir jetzt gesehen haben, war einfach nur so ein zufällig generierter Graph, der on the fly erstellt wurde. In diesem Fall ist es jetzt so, dass mit jedem Import ein Teilgraph erstellt wird in der Neo4j-Datenbank und die Wurzelknoten referenzieren dann eben auf jeden importierten Graphen. Das heißt, wir haben einmal so ein Root-Element und dann haben wir alle Graphen, die importiert wurden. Und unter jedem Graphen sind dann immer noch alle Knoten, die der Graph eben hat. Und das kann ich dann auch mal hier zeigen. Genau, das ist dieses Projekt. Und was ich hier als Beispiel genommen habe, wenn ihr die Seite aufruft. Okay, also ich habe hier schon einige Graphen geladen und hier der erste Graph hat 51 Städte als Knoten und die werden jetzt hier wieder erstmal zufällig positioniert und nachdem alle Knoten von der Datenbank importiert wurden, werden sie dann eben positioniert. Und ja, wir sehen dann hier alle Städte mit den Städtepartnerschaften, die sie haben. Hier ist mal einfach in diesem 3D-Layout. Und hier sind die Kugel an sich ganz sinnvoll. Also die Datei selbst hat nochmal Latitude und Longitude-Angaben zu jeder Stadt. Und dann lassen sie sich positionieren. Allerdings zeige ich hier halt nur mal, also die Städte hier, das passt hier alles nicht so ganz. Jetzt passt glaube ich gar nicht, oder? Ja, doch Berlin und Paris stimmt, aber hier in Mexiko-Stadt nicht. Also hier sind noch ein paar Fehler in der Import-Datei selbst. Auf der anderen Seite wahrscheinlich schon durch. Ja, genau, die sind auf der anderen Seite. Die Verbindung selbst ist wirklich halt so eine normale Verbindung, ohne jetzt. Auf der Kugel, das wird das jetzt nicht irgendwie konkret oder komplex gemacht. Das ist wirklich nur so eine gerade Linie, deswegen verschwinden hier auch ab und zu. Aber das soll nur so als Beispiel veranschaulichen, dass man eben die Städtepartnerschaften so visualisieren könnte. Und ja, die Neo4j-Datenbank kann ich vielleicht zeigen. Also, wie ich schon gesagt habe, der Knoten mit der ID 0 ist der Wurzelknoten und der beinhaltet dann eben alle Graphen, die man importiert hat. Und man könnte jetzt hier einfach den Graphen mit der ID 83 hier sich anschauen und bekommt dann eben als die ganzen Beziehungsknoten hier, das sind dann die einzelnen Städte, die importiert wurden.
Ja, und der Vorteil der Neo4j-Datenbank ist einfach, dass man wirklich super viele Daten reinladen kann, die auch komplexe Beziehungen haben, also so Knoten, die in ja, verschiedenen Ebenen, also bis zu einer bestimmten Ebene miteinander verlinkt sind. Und ja, die sind performancemäßig so gut, dass man immer noch in den ganzen Graphen navigieren kann, ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Also bei der ganzen Arbeit ist eigentlich zurzeit der Flaschenhals nach wie vor die Visualisierung selbst. Also in dem Browser habe ich es mal versucht, ich glaube bis zu, also um die 1000 Knoten bekommt man schon so die ersten Probleme, wo dann der Rechner schon richtig am Arbeiten ist. Und ja, also das ist so die Grenze bei der Visualisierung, dass man einfach nicht so viele Knoten auf einmal darstellen kann. Könnte das sein, dass dann das 3JS vielleicht der Flaschenhals ist und dass man da OpenGL-technisch was, oder WebGL-technisch was optimieren könnte? Gar nicht so sehr. Also ich habe verschiedene Frames getestet und auch mit WebGL selbst. Und also klar sind alle Frameworks, die auf WebGL basieren, immer so ein bisschen langsamer, sind performancemäßig halt nicht ideal, also nicht kommen nicht an die Performance von WebGL ran. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, also es ist halt nur wirklich ein bisschen langsamer, würde ich jetzt nicht hier so als den Flaschenhals bezeichnen. Also es ist wirklich nach wie vor noch WebGL und einfach wenn man einfach Unmengen an Daten visualisieren will, das geht halt einfach nicht. Also ist zumindest schwierig. Hast du darüber nachgedacht, so ein, wie heißt das, Culling zu machen, dass das, was weiter hinten ist, einfach gar nicht gerendert wird? Genau, das wäre eine Möglichkeit, dass man eben ja, sowas nimmt, Sachen, die jetzt nicht im Fokus stehen, gar nicht zeichnet. Eine andere Sache ist, dass man Cluster bildet, also das heißt, wenn man irgendwie so Knoten hat, die sehr viele Nachbarknoten haben und die wiederum haben auch super viele Nachbarknoten, dass man das dann erstmal clustert und zusammenfasst. Und bei Knoten, die sowieso nur wenige Nachbarn haben, die kann man dann so zeichnen. Also das würde sich halt auch besser auf die Layout-Berechnung auswirken und auch bei der Navigation. Ich meine, man kann sowieso nicht durch 1000 Knoten auf einmal navigieren, von daher würde man als erstes immer Cluster bilden. Und je näher man dann mal reinzoomt, würde sich das auflösen. Das wäre, glaube ich, sein Motiv. Genau, das war's dann auch schon. Mehr habe ich nicht. Thank you.